Kind mussten wir immer stark sein. Wir durften nicht weinen und uns an nichts zu sehr binden. Zucht und Ordnung war das Wichtigste. Jeder von uns hat das auf seine Art und Weise erlebt. Alles beginnt mit unserer Erziehung. Ich bin aufgewachsen in einer ganz normalen Familie. Wie viele andere auch. Behütet und geborgen. Und mit einem Namen, den ich liebte. Elsa. Schatz, hast du meine Aktentasche gesehen? Ist die nicht im Schlafzimmer? Nein, da ist sie nicht. Aber seitdem habe ich oft den Namen gewechselt. Ich habe sie nirgends hingeräumt. Papa, das habe ich für dich gemalt. Mhm. Danke. Wie ich heute heiße, darf keiner mehr wissen. Scheiße, ich hab dir doch gesagt. Ah, da ist sie doch. So, schönartig sein. Papa, wann kommst du wieder? Keine Ahnung. Tschüss. Malst du heute auch ein schönes Bild für mich? Ich muss jetzt zur Arbeit. Mach's gut.